Isondre ist der leichteste der grünen Drachen. Ihre Kettenblitzattacke sollte für Hyla kein Problem sein. Diesen Blitz bekommt zunächst der Charakter mit der höchsten Aggro ab. Danach springt der Blitz auf bis zu 10 Spieler weiter und richtet mit jedem Sprung mehr Schaden an. Sollte der Blitz tatsächlich 10 Spieler erreichen, haben die letzten natürlich schlechte Karten. Soweit sollte es mit einer vernünftigen Positionierung aber gar nicht kommen. Wie alle grünen Drachen setzt auch Isondre eine besondere Fähigkeit ein. Sobald ihre Lebensenergie auf 75, auf 50 und auf 25% gesunken ist. In diesem Fall sind das eine Horde Druiden, die auf den Raid zustürmen und die Spieler mit Mondfeuer eindecken. Alle Spieler sollten sich hier kurzzeitig von Isondre abwenden, um sich um die Druiden zu kümmern. Und das war's dann auch schon. Sofern Sie die Druiden in den Griff bekommen und sich nicht vom überall wabernden Traumnebel einschläfern lassen, ist Isondre der perfekte Einstieg ins Geschäft rund ums Töten der grünen Drachen.